Ja, wir würfeln Würfel, drei Würfel. Beziehungsweise, ich glaube, einer mehr als Mitspieler sind, also dürften eigentlich nur zwei Würfel sein. Weil jetzt ich weiß, was die Sonderregeln sind. Wir gucken mal. Okay, zwei Würfel. Eine 6 und eine 4 gewürfelt. Und dann haben wir ja verschiedene Disziplinen. Wir haben Rudern. Und bei Ruderboote muss es so, es muss oben und unten ein passendes Paar haben und vollständig ausgefüllt sein, bevor das nächste Boot gefüllt wird. Die höchste Summe an fertiggestellten Booten gewinnt. Ich sag mal, hier sieht man auch beim Solo-Modus-Wertung ist hier, steht hier Bronzemedaille 20 bis 25 Punkte, Silbermedaille 26 bis 31, Goldmedaille 32. Wenn man mit mehreren Personen spielt, dann ist natürlich, wer die meisten hat. Aber hier müssen immer gleiche sein, was natürlich auch thematisch ganz gut passt. Und dann die Summe. Wir sollten also 32 Punkte erreichen für eine Goldmedaille, also hohe Würfel einsetzen. Dann haben wir Skateboarden. Tricks können in beliebiger Reihenfolge ausgeführt werden. Sie müssen nicht vollständig ausgefüllt sein, um Punkte zu bekommen. Die höchste Gesamtsumme gewinnt. Das heißt, hier müssen wir mindestens aus den ganzen Tricks, die drei Tricks, die dann zusammengeaddiert werden, und das ergibt eine Endsumme. 35 Punkte für eine Bronzemedaille. Idealerweise eine 55 Pluspunkte für eine Goldmedaille. Dann haben wir Klettern. Hier müssen wir einfach eine 1, 2, 3, 4, 5, 6 aufsteigend reinlegen, mit einer 1 anfangen. Dann haben wir Hürdenlauf. Hier ist es so, dass wir möglichst wenig Punkte erreichen müssen. Das heißt, hier unten eine, Idealfall eine 1. Allerdings auf der Hürde müssen wir mindestens eine 3, was ja auch wieder irgendwie thematisch recht witzig ist, dass wir eben einen höheren Würfel, um da drüber zu kommen, aber auch nicht zu hoch. Wir wollen ja in der Summe beim Hürdenlauf 16 Punkte haben, was bei 6 Würfeln schon echt wenig ist. Wir haben ja schon durch die 3, wenn wir da oben 3 reinmachen, beziehungsweise größer als 3 sein, also wir müssen eine 4, 4, 8, 12, dann bleiben nicht mehr viel übrig, dann dürfen ja nur 4 Einsen rein, um die Goldmedaille zu holen. Wow, das ist ja hart. Na, wir schauen mal. So, dann haben wir, oh, wir haben noch 10 Sekunden, ja gut, wir spielen ja Solo, das sollte nicht so viel passieren. Läuft doch gar keine Zeit, warum sagt ihr mir, ich habe noch 10 Sekunden? Naja. Beim Golf, da muss ich Würfel reinlegen und in der Gesamtsumme diesen Wert erreichen. Das heißt, ich kann es mit einer 6 machen, dann habe ich das Loch sofort mit einem Würfel geschafft. Ich könnte aber auch ja, 6 Einsen reinlegen, würde ich auch die 6 erreichen. Muss also größer gleich der Zahl in der Flagge sein. Und die geringste Anzahl der verwendeten Würfel gewinnt. Und hier für eine Goldmedaille darf ich maximal 6 Würfel in den drei Löchern verwenden. Das heißt, die 6, die ich habe, könnte ich schon mal reinlegen. Was haben wir noch? Da haben wir noch eine Sache und zwar hier unten. Hier unten haben wir übrigens noch zwei andere. Ich weiß gar nicht, ob jetzt hier Bots mitspielen. Wir werden mal sehen. Eigentlich nicht, ne? Dreisprung. Die ersten drei Zahlen müssen fortlaufend aufsteigend sein. Man beschleunigt halt beim Anlauf. Das ist relativ, ja, easy. Und dann müssen fünfmal dasselbe ausgefüllt werden. Muss aber nicht vollständig ausgefüllt sein. Ich glaube, das Einzige, was vollständig ausgefüllt sein muss, ist der Hürdenlauf. Alles andere nicht. Aber ich würde mal sagen, wir nehmen die 6. Und da macht es natürlich am meisten Sinn, einfach mal das erste Loch quasi fertig zu machen. Dann haben wir noch die 4. Übrigens haben wir oben noch drei Möglichkeiten, die wir jeweils einmal einsetzen können. Wir können neue Würfel in alle restlichen Würfel. Wir können einmal einen Würfel auf die Gegenseite drehen. Das heißt, zum Beispiel aus der 4 jetzt eine 3 machen. Oder wir können 1 hinzufügen, das heißt aus der 4 eine 5 machen. Okay, eine 4. Eine 4. Eine 4. Mal hier wollen wir ja möglichst viele haben, ne? Das heißt, eine 4 ist da schon mal nicht schlecht. Ja, würde ich eher was Niedriges. Muss das wirklich fortlaufend sein? Ich gucke mal gerade hier nochmal. Ja, fortlaufend aufsteigend sein, okay. Also dann nehmen wir die 4 und packen die. Ah, das ist mal. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Okay, also hohe Würfel, wir machen die mal da rein. Nächste Runde würfeln. So. Oh, eine 5 und eine 6. Das ist natürlich sehr schön. Ich könnte natürlich einfach mit der 6. Ich glaube, ich mache die 6 hier rein. 6 mal 5 wären ja schon 30. Was brauche ich hier? 55 hätte ich damit schon 30. 34, damit hätte ich dann hier schon fast eine Bronzemedaille. Die 5 würde ich jetzt entweder wirklich hier reinlegen.
6x5, um die 30 zu haben. Wir können natürlich auch noch auf eine 6 warten. Oder wir machen das einfach hier, wobei ich auch versuchen würde, ich darf hier maximal 6 Würfel verwenden, ne? Also hier würde ich 2 Sechsen und dann hier muss ich ja 3 Würfel. Also hier eine 5 reinlegen wäre tödlich. Ich könnte die 5 4 reinlegen. Wobei das gar nicht geht. Warum? Also ich muss erst das zweite Loch machen, was ja auch durchaus Sinn macht beim Golf. Also muss ich auf eine 6 warten. Hätte ich vielleicht da reinlegen sollen, die 6. Na gut, okay. Ich würde sagen, wir machen einfach die 5 hier rein. Ah, wir machen die hier rein. Wir warten mal da auf eine 6 und da auf eine 6. Ich bin gespannt. Wow, sehr schön. Dann machen wir natürlich das. Komm, das nützt nichts. Wir müssen den Golfplatz schon mal machen, um die Goldmedaille zu holen. Jetzt kann ich unten noch 3 Würfel. Brauche ich ja auch die 3 Würfel, ne? Oh, 1. 1 ist natürlich nicht schlecht. Die machen wir da rein. Und die 3, die könnten wir jetzt zum Beispiel hier nehmen. Um aufsteigend. Ach so, man macht dann. Moment, wie ist das? Multipliziere das dritte Kästchen. Wenn ich jetzt eine 3 hier reinlege, 4, 3, 4, 5. Mit der Anzahl gleicher Würfel. Ah, okay. Die Anzahl gleicher Würfel. Achso, wenn ich jetzt 3 gleiche Würfel mal 5, sind das 15 Punkte. Okay. Eine 3. Um die einfach hier. Oder? Wir machen die da rein. Ja, niedrige Würfel sind hier nicht unbedingt so gut. Die 6 ist natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, die 6, die mache ich gleich mal hier rein. Dann haben wir nämlich da schon mal 36 Punkte, 48. Dann sind wir schon bei der Silbermedaille und können dann relativ easy Würfel noch ablegen hier, um noch jetzt 7 Punkte zu machen. Ne, 6, 5, 9 Punkte zu machen. Okay, die 4. Die 4 wird man hier reinlegen, weil das muss hier rein, ne? So. Noch eine 4, eine 2. Ich könnte die 2 natürlich hier reinmachen, aber dann würde ich keine Goldmedaille mehr haben. 16 ist ja wirklich hart. 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16. Nein, muss man wirklich also optimal, da kannst du nicht, hast du nicht mal Spielraum. Tja, die 2. Also niedrige Würfe sind echt nicht gut. Sind echt nicht gut. Wo lade ich denn jetzt mal die 2 ab? Ach so, die 1. Ich könnte natürlich das einfach zu 1 machen. Jetzt schon. Tja. Was machen wir jetzt? Das ist wirklich nicht so ohne. Die 4. Die 4. Dann hätten wir da 11. Ich könnte die 4 auch hier reinmachen. Dann bräuchte ich da noch 15 mit 3 Würfeln. Das wären mit 2 Sechsen wären es 12. Wenn ich nur 6 oder 5 bräuchte noch. Oder? Wenn ich hier eine 4. Ich mache die hier rein, die 4. Die 2. Neu würfeln. Das mache ich, glaube ich, bei beiden. Das macht jetzt wenig Sinn. Die 2 ist echt doof. Ja, wenn ich hier noch 2 5 reinlege, habe ich das ja locker. Also mache ich die 2 lang. Mache ich da weg. Ich brauche noch 5 Punkte. Das heißt, eine 5 da rein. Ist schon okay. Ja, eine 6 ist sehr gut. Eine 6 ist gut. Die 3 ist ziemlich furchtbar. Ich natürlich machen könnte. Ich könnte hier zwei Joker nutzen, einmal auf die Rückseite drehen, das auf die 4 und dann auf die 5 erhöhen. Und dann kann ich die 5 und 6 hier reinlegen. Das ist allerdings schon hart. Ich würde mal sagen, wir machen mal das da rein. Und die 3. Was brauche ich denn hier für eine Bronze?
19 bis 22. Ja. Der 3 könnte ich sogar noch eine Silbermedaille holen, aber es ist echt. Na komm, wir müssen da auch mal was machen. Dann wird das mein Ablagesport. Eine 1. Nein, eine 1 ist doch gut. Eine 1 könnte ich natürlich hier reinmachen. Die 6 brauche ich jetzt gar nicht irgendwo direkt. Na, die haben wir auch hier rein. Haben die 1 da, wir müssen da mal anfangen. Dann kann man nämlich dann, wenn man 2 kommt. 4 und eine 5. Die 5 kommen natürlich hier rein. Da kann ich noch nichts reinlegen. Alter. Wenn ich eine 4 reinlege, sind wir 16, ne? Passt das? Das ist okay. Gut, dann haben wir das. So, dann haben wir das, den Golfkurs fertig. Eine 1, das ist nicht schlecht. Die legen wir hier rein. Und die 6, ja, die 6, jetzt wird es nämlich langsam enger. Wenn ich nämlich nicht mehr legen kann, endet das Spiel auch, ne? Das heißt, das ist ungünstig. Ich könnte es natürlich auf eine 1 runterdrehen, aber auch das bringt mir nicht viel. Die 6 ist echt ein Problem. Nochmal. Jedes Ruderboot muss oben und unten ein passendes Paar haben. Ein passendes Paar haben und vollständig ausgefüllt sein, bevor das nächste Boot ausgefüllt wird. Also ich kann es da gar nicht reinlegen, ja, okay. Warum ist man an? Da ist natürlich. Ich könnte es da reinlegen, die 6, ne? Dann wird es natürlich nicht deutlich. Da kann ich es nicht reinlegen. Da kann ich es reinlegen. Muss ich auch. Ich glaube, eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Oh, so eine hohen. Ungünstig, ungünstig. Das habe ich doch schon fertig. Da muss ich die 5 eigentlich gar nicht reinlegen. So. Die 5 kommt auf jeden Fall da rein. Und die 4. Da passt sie nicht. Ich könnte eine 3 draus machen durchs Drehen. Oder ich könnte eine 5 draus machen und das dann da reinlegen. Aber wie gesagt, eigentlich Quatsch. Ich könnte eine 3 draus machen. Das machen wir. Würfel umdrehen. Dann mache ich die 3 da rein. Wie brauche ich denn hier? 32? Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. So. Hohe Werte. Schlecht. Sehr schlecht. Schlecht. Ich könnte natürlich einfach Würfel erneut werfen. Ich meine, wenn ich den irgendwo. Ach, warte mal. Die 6 da rein. Und die 4. Wir probieren es nochmal. Kommt noch eine 4. Kann ich die 3 da irgendwo reinpacken? Dann machen wir das 1 dazu addieren. Dann haben wir die 4 da rein. Was brauche ich denn hier? 24. Jetzt wird eh nichts hier. Da rein, würfeln. 2 da rein. Und die 5. Da rein. 4 natürlich da rein. Und die 1 haben wir ein Problem. Die 1 ist auch gut. Okay. Das sieht schlecht aus. Ich könnte mal neu würfeln. Ich kann die 2 nicht da rein machen. Ich habe nicht mehr hochdrehen. Da muss eine 3 rein. Das ist voll. Hier muss eine 4 rein. Ich könnte die 6 natürlich da reinschmeißen. Na komm, wir würfeln erneut. Eine 3 ist natürlich nicht schlecht. Was mache ich denn mit der 2? Ich glaube, dann ist Schluss, ne? Die Frage ist, ich muss oben ankommen. Das macht also überhaupt keinen Sinn.
Da komme ich auch nicht mehr hin. Okay, ich glaube, dann war's das. Schade. Da kommen wir mal hier rein. Passen und Spiel beenden. Ich, ja, der, warum erkennt er das nicht automatisch? Ich könnte. Da kann ich es gar nicht mehr reinlegen. Das ist voll. Hier passt es auch nicht rein. Da passt es auch nicht rein. Okay, passen und Spiel beenden. Bestätigen. Ich habe gewonnen. Naja, gut. Durchschnittliche Punktzahl, Gesamtmenge platzierter. Sehe ich jetzt eigentlich irgendwo 13 Punkte? Sehe ich jetzt irgendwo meine Goldmedaillen? Was ist jetzt? Solo-Wertung. Da habe ich nichts geholt. Hier habe ich eine Goldmedaille geholt. Ist nicht beendet, nicht beendet. Hier habe ich mit 18 Punkten eine Silbermedaille geholt und hier habe ich noch eine Goldmedaille geholt. Zwei Goldene und eine eine Silbermedaille. Was steht auch hier genau bei der Wertung? Hier oben, genau. Zwei Goldene, eine Silberne. Was die Goldene bringt wahrscheinlich 5. Und die Silberne 3, und die Bronzene 1. Da habe ich 13 Punkte. Okay. Ja, gut. Ja, ein kleines Würfelspiel jetzt.